Rust-RP ist etwas, wovon ich nicht wusste, dass es existiert. Und dennoch gibt es das Projekt Rustalot. 7 Tage lang schlüpft eine riesige Truppe von Streamern und RPlern in verschiedene Rollen, um dieser Welt Leben zu verleihen. Doch in dieser Videoreihe verfolgen wir die Ereignisse rund um eine Rolle. Alexander Oku. Rustalot hat viel durchgemacht. Aber das ist nun vorbei. Dem Volk wird es bald besser gehen. Mit diesem neuen Bürgermeister wird sich das Blatt wenden. Und ich... Wärter Oku! Ja? Der Bürgermeister sucht nach seinem Assistenten! Was? Wie lange sucht er schon nach mir? Oh Gott, er wird so sauer sein, ich muss los! Ganz genau. Ich spiele den Assistenten des Bürgermeisters in Rustalot Season 2. Und das ist mein Charakter. Willkommen zu Folge 1. Was ist mit dieser Familie los? Ich muss herausfinden, wo ich arbeite. Und dafür muss ich Astibald von Flatterberg finden. Er verträumt wie eh und je. Ich hätte sie fragen sollen. Wenn ich gewusst hätte, dass sie zum Bürgermeister gehört, hätte ich das wahrscheinlich auch getan. Verzeihung. Ja? Habt ihr vielleicht bereits Astibald von Flatterberg gesehen? Und dennoch habe ich es irgendwie geschafft, dass die ersten Personen, die ich ansprach, zur Familie des Bürgermeisters gehören. Ich muss mit ihm reden, meinem Bürgermeister. Unser Vater ist aktuell noch sehr geschäftig unterwegs. Kommen Sie doch einfach später vorbei. Nun, ich bin sein Assistent. Ich bin nur verwundert, dass er mir noch nicht Bescheid gesagt hat, wo ich ihn aufzufinden habe. Dann kommen Sie erstmal mit uns mit. Oh, vielen Dank. Und damit machten wir uns zu viert auf dem Weg zum Haus der Flatterberg. Quer durch Rustalot, da scheinbar niemand von uns wusste, wo sich das Haus befinden soll. Oh, und ich wurde jetzt schon das erste Mal als Dame angesprochen. Oh, verzeiht. Seid gegrüßt, die Dame. Ein kleiner Scherz. Seid gegrüßt. Oh, ich bin keine gegrüßt. Doch diese Erniedrigung soll nichts sein im Vergleich zu dem, was jetzt bevorsteht. Der Bürgermeister. Er hat uns beim Tragen geholfen. Herr Vater. Ja, ich glaube, das ist das Mindeste. Vater. Absolut. Meine lieben, wunderschönen Töchter und meine Frau. Und wer ist das da? Dein Diener. Nun, ich bin ein Assistent. Ich bin Ihr Assistent. Assistent also? Machen wir uns gerade wichtiger, als wir sind? Diener? So schnell geht das. Das hier ist das Gesicht von jemandem, der denkt, Scheiße, ich bin jetzt ein Diener. Oh, wenn ihr mich so nennen wollt, dann... Lacht weiter! Ja, ich bin ihr Diener. Ruhig jetzt! Alle Mann, ich will wissen, wer das ist. Ich bin Alexander Oku. Ich bin entsandt worden, um ihr Diener zu werden. Als ihr Bürgermeister-Diener. Das ist ja schon fast ein Ritterschlag. Bin gespannt, wirklich. Willkommen in der Familie, wenn ich das so sagen darf. Habt ihr ein eigenes Haus oder glaubt ihr, bei uns wohnen zu dürfen? Oh, ich habe ein eigenes Haus. 2 Stockwerke. 2 Stockwerke für einen Diener? Nun, Diener ist die neue Bezeichnung, die mir gerade von euch gegeben worden ist, aber... Ich verstehe gerade nicht. Ich kann Ihnen nicht folgen. Können Sie das wiederholen? Ich bin ein Diener und ich habe ein Haus mit 2 Stockwerken. Die Erniedrigung war schlimm, keine Frage. Aber danach folgte eine kleine Erklärung zu der Familie Flatterberg und die war viel schlimmer. Regel Nummer 1, wenn wir schon hier vor der Tür stehen. Wenn dieses Haus verlassen wird, wird immer gelächelt. Versteht ihr das? Ihr werdet lachen. Ihr werdet glücklich aussehen. Und es ist egal, was hinter diesen Wänden oder innerhalb dieser 4 Wände passiert, hinter dieser Tür. Egal, was sein wird, ihr seid glücklich. Versteht ihr das? Ja, hört, Vater. Gut, nun dann... Zeigt uns euer größtes Lächeln los, zeigt es uns. Mehr. Ich sagte nicht. Nicht aufhören, weiter, bitte rein. Oh mein Gott, ich bin so glücklich. Das reicht. Oh, mein Bauch tut so weh, weil ich so glücklich bin. Ich liebe es, hier zu arbeiten. Und damit gab es keinen Spielraum mehr für Interpretation, wo Alexander Oku bei dieser Familie steht. Er ist der Diener und vielleicht sogar weniger.
Herr Diener, um euch aufzuklären, wir werden uns heute alle um 21 Uhr genau wieder hier versammeln. Sorgt dafür, dass doch bitte auch alle dann da sind, falls unsere geliebten Töchter wieder mal die Zeit vergessen. Warum sieht sich oder euch sehe ich euch eigentlich? Ist das nichts wert? Weiß ich nicht. Ich stehe unter Ihnen, das ist keine Frage. Ich kann auch gebeugt hier hocken, während wir hier am Tisch sitzen. Ihr dürft einmal den Stuhl berühren, damit ihr wisst. Oh, Ihren oder einen leeren Stuhl? Den leeren natürlich doch nicht. Oh, natürlich, ja. Neben der Aufgabe, um 21 Uhr seine Familie zu dem Essen zusammenzutrommeln, sollte er auch das Essen selbst besorgen. Doch bevor er das tat, hat die Familie noch Besuch erhalten. Oh, Verzeihung, Gott zum Gruße! Und er wollte essen. Habt ihr irgendwelche Reste oder sowas? Was wir nicht mehr brauchen? Ich habe keine Reste dabei, nein. Kommt mal kurz mit. Ich meine, er ist Bauer, er wird den Unterschied doch eh nicht erkennen, also... Oh ja, der Plan ist es, ihm Scheiße zu verfüttern. Könnt ihr mir noch einen Moment geben? Ich muss mich darauf vorbereiten. Das geht schon, Moment, ich reiche es euch. Oh, okay, natürlich. Dankeschön. Ihr nehmt das. Wundervoll, ich gehe voraus. Ah, Essen wird angerichtet. Frisch aus der Küche. Was essen wir? Hier. Oh no. Gottes Willen. Das schlägt auf Mann. So. Willi hat die Couch voll gekackt. Direkt im Anschluss bin ich dann in die Stadt, um dort die Lebensmittel für die Familie von Flatterberg zu besorgen. Herr Oku, wenn ihr den Auftrag habt, dem Bürgermeister Essen zu geben, darf ich meinen Fisch noch empfehlen? Liebend gern, ich glaube, das würde denen sehr gefallen. Nur habe ich im Moment keine Taler. Ich müsste dann im Nachgang nochmal kommen, um es zu bezahlen. Ich denke, das sollte in Ordnung sein. Ich werde euren Namen auf einem Pergament da niederschreiben. Nero hat mit seiner Flexibilität für ein Problem weniger gesorgt und hat ein neues in Form von Schulden erzeugt. Das Leben nimmt seinen Lauf. In diese Richtung bitte. Die Weberlichings haben anscheinend einige Bettbücher bei sich im Zimmer. Ich würde gerne herausfinden, um was es geht. Sollte man euch erwischen, gibt es zwischen uns keine Verbindung. Habt ihr das verstanden? Natürlich, ich lebe auf der Straße neben dem Fluss. Gut, dann auf sofort. Auf der Suche nach dem Haus der Weberlichingens habe ich mich verlaufen und habe unfreiwillig etwas die Insel erkundet. Und ich muss sagen, das sieht echt hübsch aus. Und wer hätte es gedacht, wie der Zufall es will, fand ich den Bettriecher. Ich glaube, das ist wieder unser Gebäude. Und hab an allen Betten gerochen. Da haben wir ihn, den Bettschnüffler. Und dann habe ich ihn in das Haus gelassen, um an den Betten zu schnüffeln. Hier ist auf jeden Fall eines. Steht ein Schnupper. Ich will's auch sehen. Sekunde, dass die Analyse eines Bettes ist etwas aufwendiger als nur das Schnuppern. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist es schon, was er da tut. Es ist schon sehr merkwürdig, das mit anzusehen, ja. So merkwürdig das auch klingt, ich habe ihn dann auch mit nach Hause genommen und ihn auch an meinem Bett schnüffeln lassen. Und dann habe ich den Bürgermeister davon erzählt und sollte Stellung im Rathaus halten. Ich will euch im Rathaus sehen. Habt ihr das verstanden? Natürlich. Das Rathaus ist genau... gegenüber, richtig. Perfekt. Bis dann. Ich habe nur irgendwie gezeigt. Ja, nee, also ich kann nicht den Alter! Es reicht mir, okay, ich lasse euch jetzt gleich köpfen. Ich hab die Schnauze gestrichen voll. Dort hinten ist das Rathaus, hier steht das Schild und hier steht der Name. Ich hab noch nie jemanden so laut leise schreien hören. Ich muss mich nämlich zusammenreißen, es tut mir leid, aber anders geht das nicht. Am Rathaus angekommen, hatte ich gar nicht wirklich Zeit, um mir das Rathaus selbst anzusehen, sondern musste mich direkt um Anfragen kümmern. Darunter nur Anfragen, bei denen ich nicht helfen konnte. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Mit Zahlen oder mit Informationen? Ich hatte nichts von beidem, aber der Typ war super lustig. Ich bin dafür zuständig, dass diese Stände, die Waren bekommen, dass sie können alle glücklich machen. Aber genau das ist das Problem. Ich kann nicht alles besorgen. Nun gehen wir dem auf die Spur. Herr Oku, das machen wir. Und ihr wolltet? Ja. Ich wollte... Martin. Also mein... Ich liebe ihn. An Tag 1 gab es ganz offensichtlich eine Art Talerknappheit. Doch Alexander sollte kurzzeitig zum reichsten Mann Rustelots werden. Das redete er sich zumindest ein. Wo kommen denn die Taler her? Bürgermeister. Ich muss dem Bürgermeister davon erzählen. Sie haben
ein Talent dafür, immer wieder zu laufen, wenn ich nach ihnen rufe. Ich habe Taler in meiner Truhe gefunden. Ehrlich, wie viel? 15 an der Zahl. Die waren einfach immer... Die waren vorher nicht da drin. Ich schwör's. In meinem Haus. In meiner Truhe. Ihr habt Gold und ich nicht? In den wenigen Minuten, seitdem ich ihn kenne, habe ich ihn noch nie wütender gesehen. Aber das Blatt sollte sich wenden. Dina, kommst du bitte? Klar. Ich bräuchte 3 Goldtaler. Ach, sie sind so witzig. Kannst du mir erklären, wie diese Situation hier gerade zustande gekommen ist? Herr Bürgermeister, es ist sehr wichtig. Unter uns gesagt, ich würde versuchen, es ein bisschen zu verhandeln. Ah, ein Engel auf einem meiner beiden dürren Schultern, welcher mir einen wundervollen Rat zusteckt. Und ich werde ihn perfekt umsetzen. Bürgermeister. Warum laufen Sie denn immer? Ich bin flott unterwegs. Überall gibt es Probleme. Dina, was kann ich für euch tun? Okay, ich gebe Ihnen 4 Gold. Nein. Gut. Aber dafür bin ich Ihr Assistent. Okay, na dann nichts, denke ich. 5 Gold. Und ihr seid mein Assistent. Ein Drittel meines ganzen Vermögens? Ist euch das nicht wert? Das ist eine sich wirklich lohnende Investition. Okay, 5 Gold. Nein, verzeiht. Nein! Nein! Genau so. Du willst das wieder? Für jede erledigte Aufgabe bekommst du 1 Goldtaler. Bis zu den 5, die du mir schuldest. 10 Aufgaben, 10 glückliche Gesichter. So wirklich wie deins. Hast du verstanden? Aber ich bin doch Ihr Assistent jetzt, stimmt's? Selbstverständlich. Ja. So verhandelt man. Alexander Oku hat es also jetzt schon geschafft, vom Diener aufzusteigen zum Assistenten. Aber haltet euch fest, denn ab jetzt wird es richtig verwirrend. Wir sind nun am Abend bei dem Essen zwischen der Familie und nun auch den Wächtern und besprechen einige Dinge. Wie zum Beispiel, dass der Bürgermeister Astibald scheinbar mit 4 Schafen gleichzeitig verkehrt hat. Und auch, dass die Wächter für uns arbeiten, also die Familie Flatterberg. Außerdem, keine große Sache, hat Alexander für alle Essen mitgebracht. Der Hofner, der hiesige Hofner, kam auf mich zu und hat mich darüber informiert, dass mein werter Astibald 4 Schafe gleichzeitig... Das ist eine Lüge! Kann er sich wagen, so über den Bürgermeister von Flatterberg und Familie zu sprechen? Und es ist wichtig! Man darf nicht erfahren, was passiert ist. Ja, das hat nicht gut funktioniert. Oh mein Gott! Dann passt auf, dass ihr nicht brennt, von Flatterberg. Hast du nicht eben erst in der Taverne eingestanden, dass deine Lust für deine Frau schon lange erkaltet ist, Astibald? Es war in einer geschlossenen Gruppe und nicht... Ihr habt es im Suff dem ganzen Dorf hinaus posaunt. Was ist eure Definition von geschlossener Gruppe? Boah, es wurde immer verwirrender. Dann ist noch eine Hexe aufgetaucht, die Gruppe wurde immer chaotischer. Die Prinzessin musste die Menschenmenge auflösen und hat beschlossen, das Ganze auf den nächsten Tag in einem Gerichtsverfahren zu klären. Gerüchte über Schafe. Tag 2 begann ich damit, dass ich zu der Familie Flatterberg gelaufen bin. Und obwohl meine Texturen für die Charaktere noch nicht ganz geladen sind, wusste ich, da stimmt doch was nicht. Das kann ja wohl nicht sein, auf dieser Insel gibt's gar keine Schafe. Alexander. Oh. Die Mutter, die Tochter 1, Tochter 2. Wer zur Hölle sind diese beiden? Guten Morgen alle zusammen. Oh, guten Morgen. Einen wunderschönen. Die Verhandlungen lassen zu mir werden, unser Diener. Zu Diensten. Wie wichtiger. Darf ich vorstellen? Mein drittes. Ah, wir lieben sie so sehr, Töchterchen. Ich glaube, die Mutter hat ihren Namen vergessen. Unterwegs die haben noch eine dritte Schwester? Ich sehe schon, der Diener wird immer in der Hocke sein. Jetzt ich vielleicht darum kümmern, dass ihr Sunibert eingekleidet bekommt. Oh, ich werde mir ein Beispiel an Vater nehmen, um dann so mit dem Diener zu sprechen. Ich liebe es, dass sie ihn Vater nennt. Oh, habe ich das? Herrn Bürgermeister. Na gut, dann mache ich mich gleich auf den Weg. Komm mit, Sunibert. Wir sehen uns, Tochter Nummer 3, glaube ich. Ist das Ihre Tochter? Nein, aber es ist die Tochter des Bürgermeisters und regelmäßig werden die Töchter des Bürgermeisters mit Nummern angesprochen. Oh,
Alexander hat den zweiten Tag also damit gestartet, dass er den neuen Diener hat einkleiden lassen. Und man muss zugeben, die neue Kleidung steht ihm ganz schön gut. Ja, wo ist denn der Bürgermeister eigentlich? Ich denke, der könnte vielleicht noch ein Schläfchen halten. Die Töchter meinten von etwas von einem Schönheitsschlaf? Oh. Nicht, dass er ihn bräuchte, aber... Ja, ich meine, er braucht ihn gar nicht. Oh, ihr seid wach. Oh, Herr Bürgermeister, Sie sehen fantastisch aus nach diesem wunderschönen Schönheitsschlaf. Raus! Was will der hier? Wer ist das? Was macht er in unserem Haus? Das ist unser Diener. Wir haben ihn frisch eingekleidet. Mit roten Farben. Oh. Für Flatterberg. Wir haben uns noch eine Weile verwirrt und dann kam Pazimir, der Schreiner, zu Besuch. Der wollte uns eine Lieferung bringen, die wir am Vorabend noch bestellt hatten. Ich allerdings hatte eine andere Frage an ihn. Wenn das nicht genügt, habe ich sogar noch mehr für euch. Ihr macht wirklich wunderbare Arbeit. Hab Dank. Ich danke Ihnen. Oh, ich habe auch eine Frage. Macht ihr mehr als nur Möbel? Oder wärt ihr auch in der Lage, sagen wir mal, Schmuck oder ähnliches? Oder irgendwie etwas, was ich als Geschenk an jemanden geben könnte, herzustellen? Also, ich kann mal gucken. Ich habe tatsächlich damals, als ich meine Schreinerei damals von meinem Vater übernommen hatte, vom Reinerus in Francoforto, da war noch so ein anderer und der hatte tatsächlich... Ja, das ist sehr viel Geschichte, die ich mir eh nicht merken kann, aber... Ja, ich würde mal schauen und vielleicht kann ich da was machen, Ihnen. Das würde mich absolut freuen. Oh, sonst komme ich bis heute Abend nochmal her. Gut, ich bin eher am zu finden, wahrscheinlich beim Rathaus. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Zeitlupe! Zu finden wahrscheinlich beim Rathaus? Magisch. Fast so magisch wie Willi, der plötzlich behauptet, der Sohn des Bürgermeisters zu sein. Er behauptet, euer Vater ist sein Vater. Warte, Sie sind der Sohn vom Bürgermeister? Das kann ja jeder behaupten. Ich muss mir den Hintern vom Bürgermeister anschauen. Oh, hier geht's darum zu prüfen, ob der Bürgermeister an derselben Stelle wie Willi einen Leberfleck hat. Am Hintern. Oh nein. Hört zu, ihr müsst das für euch behalten, solange das geklärt ist. Das ist... Was meinst du denn? Na, du kannst nicht einfach solche Geschichten in die Stadt herausposaunen, wenn wir nicht wissen, ob das wahr ist. Oh, aber das ist doch wahr, was glaubst du? Der hat doch einen Brief geschrieben. Wer hat einen Brief geschrieben? Der Bürgermeister an mich. Kann man den Brief sehen? Ja, komm, wir müssen zu denen hin, der den Brief hat. Folg mir! Ihr ahnt nicht, wohin Willi uns hingeführt hat. Nein, er hat uns nicht zu dem Bürgermeister gebracht und er hat uns auch nicht zu Nero, dem Fischhändler, gebracht. Er hat uns zu dem Haus der Weberlichingen geführt. Und die Weberlichingen sind die Rivalenfamilie von den Flatterbergs. Warum geht er zu den Weberlingen? Nein! Ich weiß... Die haben den Brief fabriziert! Wo gerate ich hier gerade rein? Der hat mir einen Brief vorgelesen, das ist ein Kumpel von mir. Wer ist dieser Kumpel, von dem Willi da redet? Und was erfahren wir hier bei den Weberlichingen? Und viel wichtiger, werden wir das Muttermal jemals finden? Und was ist mit dem Gerichtsverfahren? Und meine Schulden bei Nero? Das und vieles mehr seht ihr in der nächsten Folge. Und bis dahin schaut gerne die Livestreams, die aktuell noch laufen. Link zu meinem Twitch und dem aller anderen Teilnehmer in der Beschreibung. Ich habe übrigens noch niemals so oft das Wort Bürgermeister gehört. Mein Gott. Oh, das war anstrengend. Bürgermeister hier, Bürgermeister da. Gott!